Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Stammdaten im Redispatch 2.0. Natürlich ist dieses Video Teil unserer Content-Reihe, die wir zusammen mit der HSAG, einem bekannten Prozess-Consulting- und Dienstleistungshaus aus der Energiewirtschaft, erstellen. Wir haben uns ja zuletzt schon angeschaut, warum kommt der Redispatch und wie kann man so eine Einsatzreihenfolge bzw. Abschaltreihenfolge im Redispatch nachher eigentlich genau organisieren. Und da ist natürlich klar, irgendwie fehlen jetzt noch Daten, damit die Netzbetreiber diese Einsatzreihenfolge genau festlegen können und damit die auch nachher tatsächlich im Einsatzfall die richtigen Anlagen, die auch genau das leisten können, was sie ja auch sollen, liefern. Und genau dafür brauchen wir jetzt also verschiedenste Arten von Daten. Heute geht es um Stammdaten, das nächste Mal um Planungsdaten. Mit denen lässt sich das Ganze dann auch entsprechend machen. Mit der gesamten Gesetzgebung und den diversen regulatorischen Dokumenten, die wir bisher rund um den Redispatch 2.0 haben, hat sich eigentlich auch schon ganz gut ergeben, für welche konkreten Objekte von Erzeugungsanlagen oder Speicheranlagen und Verbrauchsanlagen welche Daten dann später von den Anlagenbetreibern bzw. von deren Vermarktern zu liefern sind. Und dementsprechend können wir jetzt sagen, okay, es gibt verschiedene Pflichten, die sich aus dem Energiewirtschaftsgesetz ergeben, die sich aus den diversen Richtlinien und Prozessvorgaben im Redispatch 2.0 ergeben. Und daraus ist dann relativ klar ersichtlich, alle Anlagen, die jetzt vom Redispatch 2.0 neuerdings betroffen sein werden, ja, also auch die ganzen kleineren Anlagen und die ganz kleinen fernsteuerbaren Anlagen, deren Betreiber müssen an die Netzbetreiber Stammdaten schicken. Die großen Kraftwerksbetreiber, die konventionellen Kraftwerksbetreiber, die mussten das sowieso schon immer machen an die Übertragungsnetzbetreiber. Dafür gab es dann zum Beispiel auch eine EU-Richtlinie, die Leitlinie für den Übertragungsnetzbetrieb. Das ist die 2017-1485. Die wird im deutschsprachigen Raum manchmal SOVO genannt, heißt eigentlich SOGL, System Operation Guideline. Dort drin ist dann unter anderem geregelt, wie und welche Daten von den Kraftwerksbetreibern eben auf welche Art und Weise an die Netzbetreiber zu schicken sind, um den Einsatz und vor allem die Neueinsatzplanung der Anlagen organisieren zu können. Das wird es im Großen und Ganzen runtergebrochen auf oder erweitert auf die anderen Arten von Anlagen, auf die kleineren, auf die erneuerbaren, auf die fernsteuerbaren, die jetzt im Redispatch 2.0 mit anwendbar sind. Das heißt, wer sich jetzt schon mal in diesem Kontext oder auch mit den sogenannten QEP-Stammdaten, KWEP, Kraftwerkseinsatzplanungsstammdaten, beschäftigt hat, der wird jetzt einiges dann auch wiedererkennen können. Es läuft darauf hinaus, dass wir jetzt also insgesamt verschiedene Arten von Daten haben, die wir dann im Redispatch 2.0 hin und her schicken müssen. Das sind einerseits auch sowas wie Echtzeitdaten, die dann auf die konkreten Jetzt-Ist-Einspeisungen hinauslaufen. Das sind Daten über die Nichtbeanspruchbarkeit von Anlagen, weil zum Beispiel eine Wartung gerade stattfindet und deswegen genau zu diesem Zeitpunkt oder in diesem Zeitraum keine Maßnahme gefahren werden kann. Da gibt es dann Planungsdaten, die praktisch sagen, wie eine Anlage wann nun eingesetzt werden würde. Darum geht es dann im nächsten Video. Das ist nämlich ein komplett eigenes Thema. Und es gibt eben die Stammdaten. Es gibt 16 konkrete Redispatch 2.0 Stammdaten, die wir uns jetzt mal anschauen wollen, die ganz wichtig sind und mit denen sich dann eben auch ergibt, wie zum Beispiel das Thema des letzten Videos, die Einsatzreihenfolge von der Abschaltung der eigentlichen Anlagen sich ergeben würde. Am Ende des Videos gehen wir nochmal ganz kurz auf die konkreten Prozesse ein, wie diese Daten übertragen werden und dann haben wir das eigentlich auch schon für heute geschafft. Also, welche Arten von Stammdaten sind jetzt Redispatch 2.0 spezifisch und müssen dementsprechend demnächst von den Anlagenbetreibern oder von deren Vermarktern oder von einem dritten Dienstleister, der damit dann beschäftigt ist, gesendet werden? Es fängt zum Beispiel an mit der sogenannten fahrbaren Mindesterzeugungswirkleistung. Der Name sagt es im Großen und Ganzen schon, was ist die Mindestleistung, die meine Anlage im Regelbetrieb liefern könnte? Also auf was könnte ich meine Anlage, um einen Netzengpass zu lösen, runterdrosseln, ohne dass jetzt wirklich extrem auf den Betrieb eingegriffen werden müsste? Das ist jetzt ein Stammdatum, was im Großen und Ganzen in Megawatt übertragen wird. Also da ist je Stammdatum gibt es praktisch eine Einheit oder einen Zustand, der übertragen wird. Hier ist es ganz klar, wir geben ein Limit an,
welches unsere Anlage, die wir betreiben, nachher immer noch ohne Probleme fahren könnte. Und dieses Limit wird an den Netzbetreiber übertragen und damit weiß er schon mal Bescheid, diese Anlage kann auf folgende Weise im Rahmen des Redispatches 2.0 zurückgegriffen werden. Ist doch mal ganz hilfreich. Es geht aber direkt weiter. Zweites Stammdatum, Wirkungsgrad des Speichers. Es bezieht sich ja das alles nicht nur auf die konkreten Erzeugungseinheiten, die sind dann im Regelfall abgekürzt als SSE, als SEE, Stromerzeugungseinheit. Und die SSEs sind die Stromspeichereinheiten, um die es jetzt zum Beispiel geht. Der Wirkungsgrad des Speichers gibt eben an, inwieweit dieser Speicher danach in der Lage ist, einen Netzengpass zum Beispiel zu lösen. Da passen dann die nächsten beiden, nämlich maximale Wirkleistung des Speichers zum Einspeichern. Ja, wie schnell kann jetzt und wie intensiv kann eigentlich mein Speicher eingesetzt werden, um Strom aus dem Netz aufzunehmen und damit den Engpass zu lösen, der da irgendwo auftreten würde. Die Nummer 4 ist dann schon die maximale Wirkleistung des Speichers zum Ausspeichern. Einfach die andere Richtung, wie schnell kann dieser Speicher in das Netz wieder reingeben. Was zum Beispiel deswegen wichtig wäre, weil wir ja an irgendeiner Stelle jetzt Strom rausnehmen aus dem Netz. Jetzt müssen wir ihn vielleicht an einer anderen Stelle wieder reingeben, damit wir keine neuen Probleme schaffen, ne? Also der Redispatch 2.0 läuft ja darauf hinaus, dass wir viele, viele Anlagen netzgebietsübergreifend steuern wollen, um Engpässe zu lösen und den Gesamtbetrieb des Netzes zu optimieren. Und deswegen ist eben tatsächlich ja auch die Steuerung in beide Richtungen womöglich gleichzeitig ganz wichtig in Zukunft. Fünftes Stammdatum, Mindestbetriebszeit einer Stromerzeugungseinheit, die mit thermischen Prozessen betrieben wird. Welche Minutenanzahl ist notwendig für für ein Kraftwerk mit Feuerprozess, ne, thermische Anlage? Zwischen praktisch dem Hochfahren und dem Runterfahren, was ist es die Mindestlaufzeit, die das Kraftwerk haben kann, bevor wir es wieder runterfahren könnten im Rahmen eines neuen Redispatch-Kommandos, ne? Es kann auch gut sein, dass ein nächster Engpass schon kurz nach einem vorigen kommt. Und welche Laufzeit braucht es dieses eine Kraftwerk, bevor es wieder in Frage kommen würde, erneut abgeschaltet zu werden? Dann geht es weiter. Mindeststillstandszeit einer Stromerzeugungseinheit, die mit thermischen Prozessen betrieben wird. Ne? Stillstandszeit heißt jetzt, es ist wirklich runtergefahren, es ist vom Netz im Großen und Ganzen getrennt. Wie schnell kann es jetzt wieder hochgefahren werden oder überhaupt wieder erst gestartet werden? Wie lange muss es jetzt mindestens erstmal in Ruhe gelassen werden, damit eben auch die Infrastruktur keine weiteren Schäden nehmen würde? Dann geht es weiter. Die Anfahrtszeit thermischer Stromerzeugungseinheiten vom Kommando bis zur Synchronisation aus dem kalten Zustand. Kalter Zustand heißt komplett getrennt, über 2 Tage lang nicht in Betrieb gewesen. Das Kommando kommt, jetzt fahr bitte wieder hoch. Und jetzt der Zeitraum bis zur Synchronisation heißt der Zeitraum, bis die Netzeinspeisung kommt. Das ist noch nicht der richtige Betrieb, das ist noch nicht die richtige Betriebshöhe, sondern erstmal der Zeitpunkt, ab dem in das Netz aktiv eingespeist wird. So, das ist der erste Zeitraum. Nächstes Stammdatum, Hochfahrtzeit thermischer Stromerzeugungseinheit von der Synchronisation, ne, erstmaliges Einspeisen, bis zum Prot-Min, also bis zum Mindestproduktionswert, den wir dann im Regelbetrieb hätten. Das ist dann praktisch, das erste war ja der Zeitraum vom Stillstand bis zu jetzt ist Strom im Netz und jetzt der Zeitraum von Strom ist im Netz erstmals angekommen, bis wir kommen auf die eigentliche Produktionshöhe, die wir ja erreichen wollen. Ihr merkt ja schon, das sind jetzt verschiedene Stammdaten, die ganz logisch und notwendig sind, wenn wir den Einsatz von Anlagen im Rahmen des Hoch- und Runterfahrens betrachten wollen. Wir wollen ja nachher wissen, wie gut eine Anlage geeignet ist, um einen Netzengpass zu lösen. Und dementsprechend müssen wir sie ja steuern können. Und indem wir jetzt diese Stammdaten haben, wissen wir, was kann die einzelne Anlage leisten? Ist sie jetzt gerade gut geeignet oder ist die nächste Anlage besser geeignet? Das erfahren wir aus diesen Stammdaten. Hochfahrtzeit von der Synchronisation bis zum Prot-Min aus dem Warmzustand. Ne? Es war niemals wirklich komplett getrennt vom Netz. Abfahrtzeit ausgehend von Prot-Min bis zur Netztrennung, wie schnell kann aus der Mindestproduktion die komplette Abschaltung erfolgen? Lastgradient von Prot-Min bis Prot-Nen, also bis zur Nennleistung. Der Lastgradient ist jetzt praktisch die Geschwindigkeit des Aufsteigens oder Absteigens der Produktion. Heißt im Großen und Ganzen, wie intensiv kann die Anlage hoch und runter fahren, damit sie eben ihre Wirkung entfalten kann. Das gleiche nochmal in die andere Richtung, praktisch von der Nennleistung in die Minimalleistung. Statusduldungsfall, ja, nein. Würden wir als Betreiber dulden, dass der Netzbetreiber fernsteuert? Das ist der Duldungsfall. Das ist einfach nur eine Statusmeldung, ja, Fernsteuerung oder nein, wir brauchen eine Fahrplananpassung.
Art der technischen Steuerbarkeit ist es also so ein bisschen die Richtung, wie sehr kann die Anlage ferngesteuert werden, ne? Auf eine bestimmte Leistung der Anlage, zum Beispiel auf 60% runter oder sowas. Das wäre hier die 14. Das 14. Stammdatum, dann noch Abruf im Aufforderungsfall als Delta- oder Sollwert. Delta-Wert heißt Änderung, ne? Also der Redispatch-Einsatz kommt mit der Anweisung, geh um 20% runter. Oder als Sollwert, das heißt dann praktisch nicht Änderung, sondern auf eine bestimmte Menge. Also Einsatz im Redispatch auf Einspeisung 10 Megawatt Leistungskapazität, die da kommen soll. Ne? Also Unterschied, Delta-Wert wäre Anpassung um und Sollwert ist Anpassung auf einen festen Wert. Und die 16. Das 16. Stammdatum ist die Bearbeitungszeit beim Einsatzverantwortlichen. Wie lange braucht der Einsatzverantwortliche, ehe er das Kommando vom Netzbetreiber auch wirklich umsetzen kann in praktisch die Steuerung der eigentlichen Anlage? Wir merken also, das sind jede Menge Stammdaten, die jetzt durchaus Sinn machen, um nachher steuern zu können, ob eine Anlage gut geeignet ist oder ob sie weniger gut geeignet ist, um einen ganz bestimmten Fall eines Netzengpasses zu lösen. Mit diesen ganzen Stammdaten kann dann nachher der Netzbetreiber wirklich gut einschätzen, diese Anlage ist für diesen Engpass gut geeignet und diese Anlage ist für diesen Engpass gut geeignet. Und auf diese Weise kann er die im letzten Video besprochene Reihenfolge der Abschaltungen auch ganz gut für sich selbst nachher erzeugen. Wie sieht der Prozess aus, um diese Daten zu übertragen? Ja, diese Daten, das kann ich euch auch hier mal anzeigen, sind in einem XML-Format. Das ist im Großen und Ganzen also sowas Ähnliches wie, also in der Darstellung, sowas Ähnliches wie eine Excel. Das XML-Format ist dann schlussendlich eine Art von Programmiersprache, die dahinter steckt. Es ist am Ende des Tages relativ ähnlich wie Edifact, aber halt ein bisschen offener für weitere Anpassungen und wird wahrscheinlich auch in Zukunft irgendwann Edifact ein Stück weit auch ablösen innerhalb der Energiewirtschaft. Jedenfalls der Prozess dahinter, um diese Daten zu übertragen, ist auch schon geregelt. Dafür haben wir nämlich im November einen Beschluss von der Bundesnetzagentur gehabt. Das war der BK6-20-059 und er hat eine Anlage 2 namens Kommunikationsprozesse Redispatch. Und Kommunikationsprozesse deuten schon darauf hin, da geht es um Datenübertragung. Und da sind genau 4 essentielle Prozesse rund um die Stammdaten benannt. Erstmal Übermittlung initialer Stammdaten, ne, die erstmalige Übertragung. Auch relativ einfach gehalten, zeige ich euch hier. Vom Einsatzverantwortlichen gehen die Daten an den Data Provider. Das ist jetzt im Zweifel ein Dienstleister oder der Netzbetreiber selbst. Und wenn es ein Dienstleister ist, dann nochmal die weitere Übermittlung an den Anschlussnetzbetreiber. Der Data Provider ist es nachher einfach so eine Rolle, wenn es der Netzbetreiber nicht selbst machen möchte, dann sourced er das out an einen Dienstleister, der sich dann um die Datenübertragung kümmert, der das hier also entsprechend erstmal aufnimmt, weiterverarbeitet und dann zum Beispiel an die richtigen Schnittstellen des Netzbetreibers weiterleitet für die weiteren Steuerungsmaßnahmen. Das heißt, ganz einfacher Prozess, Stammdatenpaket wird geschickt an den Data Provider und dann vom Data Provider weiter an den Netzbetreiber. Diese Stammdaten müssen aber erstmal zusammengefügt werden vom Einsatzverantwortlichen bzw. von deren Vermarktern. Die machen das ja dann auch oftmals erstmals. Ne? Bei diesen kleinen Anlagen gab es das ja soweit noch nicht. Jetzt haben die vielleicht schon Erfahrungen mit diesen Stammdatenpaketen, aber die konkreten Betreiber der Anlagen haben oftmals ja nicht unbedingt schon diese Stammdaten so richtig vorliegen in der Güte, wie sie eben nachher wichtig und notwendig wären für den Redispatch-Prozess. Naja, wir werden sehen, wie gut das läuft. Der zweite Prozess ist dann die Übermittlung von angereicherten Stammdaten. Wenn zum Beispiel auch noch andere Netzbetreiber mit betroffen sind, dann würde der Anschlussnetzbetreiber auch womöglich wieder über Data Provider die Daten weiterleiten an andere Netzbetreiber, die eben von einem Fall mit betroffen wären, weil man dann eben netzgebietsübergreifend hier nachher handeln müsste, wären die Stammdaten eventuell auch netzgebietsübergreifend gesendet und weitergesendet. Das sind jetzt erstmal die initialen Übermittlungen. Natürlich gibt es auch Stammdatenänderungen. Dann also hier entsprechend die Stammdatenänderungen vom Einsatzverantwortlichen ausgehend und natürlich auch eine Stammdatenänderung vom Anschlussnetzbetreiber ausgehend. Absolut simple Prozessabläufe, auch absolut logisch. Hier kann erstmal noch nicht viel schief gehen. Schlussendlich Part 1 schickt an Part 2, der eventuell auch schon der gleiche ist wie Part 3. Von daher relativ easy. Wir werden aber natürlich trotzdem nachher noch sehen, wie gut das tatsächlich anläuft, vor allem anhand der Datenqualitäten und Datenquantitäten, die sich von den eigentlichen Anlagenbetreibern dann auch ergeben werden. Viele Netzbetreiber werden hier womöglich Probleme bekommen, weil die Daten nicht rechtzeitig von den Anlagenbetreibern kommen. Apropos rechtzeitig, diese Stammdaten müssen dann nämlich auch schon in absehbarer Zeit geliefert werden, nämlich
erstmals zum 1. Juli, zum 1.7.2021. Das ist natürlich relativ spannend, ob bis dahin tatsächlich die ganzen Anlagenbetreiber und deren Dienste, also deren Vermarkter, fertig sind und bereit sind, die Daten für den Release Patch 2.0 zu schicken. Das werden wir sehen. Habt ihr jetzt erstmal grundsätzlich Fragen zu den Stammdaten im Release Patch 2.0, dann gerne unten in die Kommentare. Klickt auch natürlich auf den Link zur HSAG, unserem Content-Partner rund um den Release Patch 2.0. Da gibt es dann auch noch jede Menge weitere Möglichkeiten, sich eben beraten zu lassen und auch helfen zu lassen im Umgang mit dem Release Patch 2.0 im Alltag. Was bedeutet das denn tatsächlich für uns als Netzbetreiber, als Stadtwerk? Wir wissen noch nicht so richtig, wie wir damit umgehen wollen. Dann gerne zum Beispiel auch an die HSAG oder auch direkt an mich gehen. Wir können dann gemeinsam die richtigen Dienstleistungen auch finden. Okay, wie immer, Fragen also nach unten in die Kommentare. Die Links sind in der Videobeschreibung. Like das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.